Und herzlich willkommen zurück zu einer nagelneuen Folge von Harvest Moon Magic Melody. Mein Name ist Chrissy und es geht weiter. In unserer wunderbaren, kunderbunten Welt. Morgen ist das Glühwürmchenfest. Das werden wir aber leider nicht mehr sehen, sondern werden wir das entsprechend in der nächsten Aufnahmesession. Das heißt, wenn die Folge rauskommen würde, wäre das dann Mittwoch. Ich bin wieder null vorbereitet. Kurz equippen. Wir brauchen Burst. Die Glock. Apropos, könnt auch gerne Kanal abonnieren und die Glocke läuten. Dankeschön. Ach, was für ein wunderschöner Übergang. Ich hasse mich dafür. Egal. Wir wollen uns um unsere Tiere kümmern. Und uns oben um das Feld weiter kümmern. Hallo Hase. Du kannst mir nicht entkommen. Es werden jetzt keine Tiere abhauen, deswegen. Nein, pack den Hammer weg. Du kannst schon mal kurz ein bisschen raus. Regeln tue ich dich gleich. So, ihr beiden. Ich habe gesagt, gestern ist okay. Heute nicht mehr. Macht euch raus. So. Das hat er jetzt nicht gegriffen. Angesprochen hatte ich euch alle schon, okay. Dich nur nicht. Okay. So, dann haben wir alle Kühe jetzt durch. Dann gib mal ein bisschen Milch. Du auch. Wie auch du. Was ist denn heute los? Heute schon wieder keine gute Runde. Na, dafür haben wir wenigstens ein paar Pilze gesammelt. In der letzten Folge. Was uns ein bisschen Abhilfe schafft. So, wie sieht es mit den Hühnern aus? Ja, Salz.
Nicht wirklich besser, aber okay. Wir dürfen es gleich nicht vergessen, dass wir noch ein paar Samen kaufen müssen. Gestern hatten wir nicht so die Gelegenheit. Deswegen dürfen wir es heute nicht verpassen. So. Ich denke mal, wir tun auch heute mal auch noch mal was für unsere Marta. Ja, jetzt schon alles voll. Nein. Wir haben ja immer noch die chronischen Platzprobleme. Deswegen machen wir... Wir haben das verdrossen. Hallo Theodor. Als erstes gehen wir mal kurz nach Hause. Hier ist übrigens die neue Windmühle. Beziehungsweise wir gehen mal kurz hier oben gucken. Marta! Ja, was für dich? Bitte schön. Ja, tschüss. Barrett! Na gut, du kannst hier bleiben. Bisschen kochen. Ein paar Sachen mal ablegen, noch mal kurz. Nee, das nicht. Fangen wir mit Mai an. Dankeschön. Dann geht's weiter mit der Pilzsuppe. Wohlgemerkt Pilzsuppen. Mehrzahl.
Super. Hat ja nur ein paar Minütchen gedauert. Und bringen 340. Pferd haut nicht auf mich. Okay. Jetzt hört es mich. Galopp. Mais wird heute geerntet. Oh, hallo Spatz. Kann grad nicht. Muss kurz. Danke. Liz! Ihr wart ja gestern nicht da. Deswegen muss ich jetzt. Aber ein bisschen vorrätig. Ein paar von denen brauchen wir auch noch. Danke, Liz! Danke, Spirit. Weiter geht's. Hallo, Woody. Oh, die sehen alle besser aus. Die Skanne war sogar noch voll. Optimal. Oh nein. Nicht euer Ernst. Na gut. Oh nein. Ach, come on. Eins verschwendet. Egal. Oh, wir haben noch das ganze andere Zeug dabei. Scheiße. Ja gut. Dann probieren wir es hier nochmal aus. Da ist jemand müde. Alter, jetzt geht die Energie komplett blöden, oder wie? Spirit. So, was mich jetzt interessiert. Schlafmütze. Wir haben jetzt 18 Hühnerfutter. Nach meiner Erfahrung dürfte das genauso gehen.
33. Also bringt ein Mais 15 Hühnerfutter. Also 3 Tage. Jäger bleiben. Gut. Die kommen woanders da rein. Okay. Kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Gut. Werden uns heute auch noch ein bisschen um die Ernte kümmern. Spirit ist nicht mehr da. Oh, hallo Katze. Na toll. Egal. Oh, wir kommen dann sogar noch dran. Krass. So. Um den Mais haben wir uns heute gekümmert. Das heißt, Vogelfutter haben wir schon mal sicher. Für die nächsten Wochen. Weil für mehr habe ich den Mais überhaupt nicht angebaut. Ein Mais will ich vielleicht mal so verkaufen und ein Mais will ich gucken, nochmal zum Verarbeiten. $300 bringen die. Okay. Brauchen wir dafür vielleicht noch Butter? Weiß ich nicht. Könnte es sein. Aber selbst jetzt in diesen 8 haben wir jetzt schon 108 Vogelfutter. Und das ist schon krass. Ich würde sagen, wir kümmern uns hier um die nächste Ernte. Bringen die Großen jetzt eigentlich mehr? Keine Ahnung. Also ist klar, dieses Feld liegt jetzt gleich erstmal brach. Na komm, hast du es doch gleich geschafft. Und ja, wir haben jetzt schon wieder Festival, aber das sehen wir erst in der nächsten Folge.
Okay, kommt noch rein. So, was bringen die denn? 150. Alle? Ja, alle 150. Unser kleiner Kollege hier ist sehr müde. Autsch. Ich glaube, es wird heute niemanden stören, wenn wir heute auf den direkten Weg ins Bett gehen. Gut. Juno ist hier drin. Alles andere ist erledigt. Wir sind extrem müde. Und deswegen sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen und Jamat Wow, euer Quest-Happy. Gute Nacht.